Open Mind bzw. Simon hat doch tatsächlich auf mein aktuellstes Straßenreaktionsvideo reagiert. Ein YouTuber, welcher vorher ca. 300.000 Abonnenten hatte und jetzt mit einem neuen Kanal Open Mind-Reloaded an den Start ging, hat einen Livestream ins Leben gerufen, das ist gestern gewesen, welcher tatsächlich nur entstanden ist aufgrund meines Videos. Und den habe ich mir schon teilweise angesehen und musste feststellen, dass da extrem interessante Fragen aufgekommen sind, beziehungsweise allgemein seine Reaktion extrem interessant waren. Weshalb wir uns jetzt zusammen diesen Livestream reinziehen, beziehungsweise alle relevanten Stellen. Hater würden jetzt sagen, macht ihr jetzt ernsthaft eine Reaction auf eine Livestream Reaction auf eine Straßenreaction? Und die Hater haben recht. So, und da sind wir auch schon. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ist nicht nur, dass der Titel meinem Video sehr ähnelt, sondern auch, dass man hier in der Videobeschreibung ganz oben sieht, Originalvideo von Beerbro TV, was ich erstmal mega nice finde. Nicht viele machen das und geben die Credits an den, der das aufgenommen, geschnitten und hochgeladen hat. Also an der Stelle erstmal vielen Dank, Simon. Yo, herzlich willkommen zu diesem fantastischen Livestream. Sehr häufig werde ich ja gefragt. Moment, darf ich vorher noch eine Frage stellen? Was macht dieser Staubsauger auf dem Sofa? Allgemein ein bisschen unordentlich, Bro. Oder beziehungsweise im Rahmen meiner Kanallöschung kommt ja sehr häufig das Thema auf, wieso wird Katja Krasavitz nicht gelöscht? Obwohl die ja laut der Auffassung vieler Leute auch gegen die Richtlinien verstoßt. Weil ja eigentlich so sexuelle Inhalte auf YouTube eigentlich nicht erlaubt sein sollten. Ich habe da hier so ein Video jetzt gerade entdeckt, beziehungsweise das wurde mir auch vorher von dem Ersteller des Videos auf Instagram geschickt. Und da hat der Leute auf die Straße gefragt, welcher Kanal eher gelöscht werden soll. Was ich eine ziemlich coole Idee finde, also checkt den Kanal mal aus, ist von Beardbro, also Beardbro TV, ist erster Link in der Videobeschreibung. Mega cool, dass es auch direkt am Anfang schon erwähnt, so muss man mal sagen. Ne? Auf jeden Fall ziemlich cool, dass es gemacht hat und ich schaue jetzt erstmal, wie die Leute darauf reagieren, ob die finden, dass ich eher gelöscht werden sollte oder Katja Krasavitz. War auch übrigens der Einzige, glaube ich, der das Ganze falsch ausspricht. Ne? Ich sage immer Katja Krasavitz. Ich glaube, es gibt aber auch viele, die das auch sagen. Weil sie spricht ihren Nachnamen ja auch anders aus. Aber irgendwie kriege ich es nicht raus und muss immer Katja Krasavitz sagen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was man auch sagen muss, er ist einer der wenigen Leute, die es wirklich auf Anhieb schaffen, meinen Namen ordentlich auszusprechen. Ich hatte zwar früher immer gedacht, ja, Beardbro TV, geiler Name, mega eingängig, super easy auszusprechen, auch für Leute, die kein Englisch können. Aber weit gefehlt. Ich höre immer Beardbro, ich höre Beardbro, ich höre Bärtbrot, ich höre alle möglichen Scheiß, aber kaum jemand kann Beardbro sagen. Es muss krasser werden als die bisherigen Straßenreaktionen. Was meinst du? Ja? Das ist ein göttliches Bild auch. Ich sitze hier, reagiere auf Simon, Simon sitzt da, reagiert auf Beardbro, Beardbro reagiert auf Straßenreaktionen. Entschuldigung, Jungs, Jungs, könnt ihr mal kurz? Habt ihr schon mal was von Katja gehört? Ja. Wer ist Katja? Katja Krasavitz. Was macht Katja so? Ey, krass, dass sie direkt beim Namen. Habt ihr schon mal was von Katja gehört? Dann kennen die direkt den Namen, okay? Einfach richtig geile Videos. Ich mag das einfach. Was? Fand mich richtig an. So geil, da war ich auch erstmal baff, ey, wie die das erwähnt haben. Ich musste so lachen, ey. Entschuldigung, kennen Sie schon Katja? Das ist Katja. Katja Krasavitz? Nein. Sind Sie Leipziger? Nein. Oh. Was machen Sie hier, wenn Sie nicht Leipziger sind? Nicht von hier kommen? Also ich hoffe jetzt überhaupt, dass da jetzt noch die Vergleiche kommen, weil bis jetzt waren ja noch gar keine Vergleiche. Mensch, Simon, bisschen Geduld. Man muss ja erstmal ein bisschen Entertainment bringen am Anfang. Also die Leute, die mich kennen, wissen, ich mag es halt einfach nicht direkt so in den Ernst und in das Thema reinzuspringen. Ich mache immer erstmal noch eine halbe bis Minute oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Zuerst ein paar lustige Szenen. Erstens zieht das natürlich auch mehr Aufmerksamkeit auf sich, weil es dann auch viel unterhaltsamer ist. Und zweitens kommt man so einfach ein bisschen locker ins Thema so. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ne? Ach ja, und ich kann natürlich verstehen, dass er sich da jetzt Sorgen macht, dass das nur ein Video ist, wo ich eigentlich irgendeinen Bullshit mache und nicht aufs Thema komme. Das kann ich wiederum schon verstehen. Weil ich suche manchmal auch Themen, gucke mir ein Video an und sehe so, okay, wo ist jetzt das Thema im Video? Und das mag ich ja auch nicht, ne? Aber wie gesagt, bei mir hat es ja jetzt nicht so lange gedauert und hoffentlich sehen wir das gleich noch und er bricht nicht vorzeitig ab. Das ist mein Sohn, ja. Ja, kann er denken, du hast mitgenommen, weil du so süß ist oder so. Das passt ja auch ganz gut. Also, kleine Kritik an den Kanal. Geht schon weiter.
Ich finde, es gibt zu viele Einschnitte von so irgendwelchen meme-artigen Sachen. Was die Memes angeht, ist wahrscheinlich absolut Geschmackssache. Also ich kann ihn verstehen, dass er so sagt, ah, es ist mir zu viel, weil ich halt wirklich in manchen Videos oft Memes benutze, aber ich finde, das lockert das Ganze auch wieder ein bisschen auf. Auch ich erwische mich sehr oft, wie ich bei Videos kotze, wenn ich zu viele Memes sehe. Ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl beim Schneiden, dass es zu viel ist, weil ich will ja natürlich auch keinen Nerven, der sich meinen Shit anguckt. Und natürlich liegt es auch daran, dass es viele gibt, die das wirklich feiern und mein Kanal zum Großteil auch wirklich mit solchen Memes arbeitet und es bis jetzt noch niemanden groß gestört hat. Aber das ist ein interessanter Punkt. Haut mir doch mal in die Kommentare, beziehungsweise sagt mir allgemein auf irgendeiner Plattform mal, ob euch das zu viel ist, ob das genau richtig ist, ob ihr mehr davon wollt, kann ja auch sein. Und da kann ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ein YouTuber namens Open Mind, gesperrt, der Kanal komplett gesperrt, für ein Video, das steht ja dann noch da, welche Videos, wo er in Holland war und in irgendeinem Museum, irgendeinem Hanfmuseum. Den haben sie gelöscht, ohne genau hinzusehen, aber Katja macht halt weiter. Meiner Ansicht nach müsste das verboten werden. Die kann auf YouPorn, kann sie das gerne machen. Ja, es ist doch so. Oder? Sag mal, ja. Der Kleine so, ja, YouPorn. Ich hoffe, er hat... Also lustigerweise bin ja ich mehr auf solchen Seiten unterwegs als Katja, weil ich will das jetzt hier auf YouTube nicht sagen, aber es löscht mir YouTube meinen Kanal, aber auf gewissen Seiten findet man Videos von mir, weil die da nicht gelöscht werden. Ich hoffe, der hat sich halt von einer dieser Seiten meine Videos runtergeladen, damit man schauen kann, damit er die den Leuten zeigen kann. Also ich hoffe, es wäre auch fair, dass er sich vielleicht eins meiner krasseren Videos ausgesucht hat. Er hat jetzt wahrscheinlich den wichtigsten Punkt des heutigen Videos angesprochen, weil das wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, warum ich dieses Video hier mache. Denn, und das kommt jetzt in seiner Reaktion tatsächlich schon das ein oder andere Mal vor und auch in den Kommentaren, die ich auch teilweise noch vorlesen werde, ich habe bewusst die Videos, um die es ging, nicht gezeigt, weil sein Kanal ja gelöscht wurde und ich natürlich auch an mich denken muss in dem Fall, und so dass ich einfach Angst hatte, wenn ich diese Inhalte wiedergebe, um die es geht, dass natürlich auch mein Kanal gestrikt oder sogar gelöscht werden kann, und deswegen bin ich das Risiko nicht eingegangen und gehe lieber das Risiko ein, dass es den Leuten nicht gefällt oder die Leute sagen so, unfairer Vergleich, weil du hast ja nichts gezeigt. Und ich stehe da auch völlig hinter dir, Simon. Natürlich wäre es fairer gewesen und natürlich wäre es besser gewesen, den Leuten das zu zeigen, oder ich hätte vielleicht wenigstens denen das so zeigen können, ohne es einzublenden, aber ich dachte mir so, für den Unterhaltungsfaktor oder für das Video selbst hat es mir einfach besser gepasst, wenn ich den Leuten das erzählt habe. Natürlich muss man sich dann auf meine Aussagen verlassen. Natürlich, und das ist der nächste Punkt, bin ich auch relativ subjektiv. Ich habe auch nie erzählt, dass ich Berichterstatter bin oder dass das Ganze hier komplett objektiv ablaufen sollte oder ich in sonst irgendeiner Form anstrebe, einen sachlicher News-Channel zu sein. Aber ich bin auch hier voll auf der Seite von ihm und auch seiner Community, die sich darüber auch ab und zu mal etwas echauffieren wird, dass man für einen besseren Vergleich oder für den optimalsten Vergleich einfach von beiden Parteien natürlich Videos hätte zeigen müssen, da vielleicht dann nicht alle Reaktionen so ausgegangen wären, wie sie jetzt im Endeffekt ausgegangen sind. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, wir sehen da oben jetzt gerade so ein paar Kommentare und hier auch was extrem Konstruktives von Alex Hü. Was für ein ultra schlechtes Video. Danke Alex für deine konstruktive Kritik. Am besten hat mir der Part gefallen, wo du erklärt hast, warum du es schlecht findest und uns Argumente aufgezeigt hast, was man konkret verbessern sollte. Aber das ist immer dasselbe, die Leute haben halt entweder nicht die Eier oder nicht den Intellekt, um da irgendwas Vernünftiges zu schreiben, so, keine Ahnung. Das Thema hier mal ernst aufrollen, ja, dann gerne. Muss ich ja wirklich mal sagen, dass ich das eigentlich ganz peinlich finde, ja, weil wir Frauen hier seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, für Emanzipation kämpfen, ja, und dann kommt so einer und macht eigentlich genau die Frauen damit wieder nieder und drückt die ganze Zeit ihre Brüste in die Kamera. Ich finde das einfach nicht in Ordnung, weil damit wird ein bestimmtes Bild vermittelt. Also ich finde das immer so ein komisches Argument, wenn Leute sagen so, oh, nur weil man sexuell sehr freizügig ist, dann ist es automatisch gegen Emanzipation oder gegen Frauenrechte und Gleichstellung. Also das muss ich sagen, dass das... Also, das Argument sehe ich nicht. Ist ein Statement. Auch geil, wie oben alle genau das sagen, was ich gesagt habe. So, lass mal auf normale Geschwindigkeit zu lassen. Nein, bin zu breit zum schneller machen. Und ich kann jetzt schon spoilern, so, er bekommt es nicht mit, bis das Video hier vorbei ist. Ich frage mich, ob die nachher wen treffen, der meinen Kanal kennt. Das wäre eigentlich ganz cool. Oh, da wird er nachher wieder enttäuscht sein, weil leider habe ich solche Szenen nicht reingeschnitten. Es waren zwar tatsächlich Leute, die ihn kannten, aber entweder habe ich den Teil, wo die gesagt haben, na klar kenne ich Open Mind, nicht drin, oder habe die Leute sogar nicht mit reingenommen, weil es einfach nicht so extrem unterhaltsam war. Aber wenn ihr wollt, weil ich sowieso überlegt habe, es gab sehr, sehr viele lustige Szenen und sehr, sehr viele Outtakes, hatte ich echt überlegt, als nächstes Video noch genau diese Outtakes rauszuhauen. Und da könnte ich auch die Stellen reinnehmen, wo Leute wirklich Open Mind kannten. Von ihm finde ich das voll in Ordnung. Man sollte heutzutage auf jeden Fall über Drogen aufklären. Ja, wenn man hier jetzt mal umguckt oder hier rumläuft, sind 50% gerade wahrscheinlich im Drogenkonsum, sag ich mal. Mal angucken, dann schaue ich mal, ob ich dazu was sage. So, ja. Du kriegst aber dann. Ach so, ja, kennst du schon. Ja, kennst du schon. Ja, das kennst du schon. Auf jeden Fall geil, dass er schon mal dieselbe Stelle feiert. Hier ist schon wieder so einer, Alfred Bitchcock. Das ist mega unnötig und langweilig. Leute, zeigt doch, dass ihr ein bisschen Grips habt und schreibt doch einfach, um was es konkret geht. Wo ist das Problem?
Warum müssen Leute immer irgendwas abhaten, was sie noch nicht mal richtig beurteilen können? Und dann kommt nicht mal ein vernünftiger Satz zustande. Man bekommt es nicht hin, einen vernünftigen Satz mit vernünftigen Argumenten rauszuhauen. Das ist schade, weil sowas würde doch eine Diskussion entfachen und könnte das vielleicht verbessern, sodass es dir dann wiederum gefällt. Was soll man auch antworten, wenn so gefragt wird? Das finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter, der Kommentar von Darkay. Da würde mich jetzt mal echt interessieren, ob ihr auch findet, dass ich viel zu subjektiv vorangegangen bin. So, wie gesagt, mein Fehler, beziehungsweise meine Intention, natürlich keinen Inhalt von ihm zu zeigen. Ich habe ja schon erklärt, warum. Aber es war auf jeden Fall nicht meine Absicht, jetzt die Leute hier voreingenommen zu bekommen. Aber kann ja trotzdem sein, dass es zu subjektiv rüberkam oder ich meine Fragestellung einfach ungünstig formuliert habe. Deshalb sagt mir mal, was ihr konkret dazu denkt. Und vielen Dank, DK, für dein Feedback. Das meine ich ernst. Das ist doch schon, also da ich tatsächlich krass legalisieren möchte in Deutschland und das ist ja, Mann, an Krisen passiert ist. Finde ich es auf jeden Fall scheiße, dass so ein Handkanal da geschlossen wird. So. Besser als darum gehen, Leute, finde ich es wichtig, dass es irgendeine Möglichkeit gibt für Menschen rauszufinden, was ist bei Drogen passiert. So, ne? Weil das gibt es viel zu selten, dass irgendwie Aufklärung gemacht wird in die Richtung so. Und dann Leute sich Sachen reinpfeifen, die sie eigentlich gar nicht kennen. So. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Bist langsam bitte, mega stoned gerade. Und jetzt hat er es erst gemerkt. Nur wenn die Geschwindigkeit so bleibt, schalte ich ab, kann man sich ja gar nicht geben. Hey, krass, Mann. Shit, Mann, sorry, Leute, jetzt ist das Video sowieso schon vorbei. Das ist ich wirklich schade. Ich hab's jetzt erst gesehen, Leute. So, hier ist wieder der nächste Dead Amber. Ich sehe das ähnlich und werde dich auch weiter unterstützen, damit du mit YouTube wieder deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Aber dieses Video ist absoluter Müll. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn ich sagen würde, so, Digga, du bist mein bester Kumpel. Aber der Typ da drüben, das ist ein richtiger Hurensohn. So, ohne Begründung. Viel zu wenig Leute gefragt, null Relevanz. Subjektivere Berichterstattung geht kaum. Wir haben sehr viele Leute gefragt, aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand ein Video angeguckt hätte, was 30 Minuten geht. Deswegen, mir ist manchmal auch Unterhaltung ein bisschen wichtiger als trockene, langweilige, langgezogene News. So, aber auch das habe ich schon gesagt. Ja, also ich finde, es wäre besser gewesen, also fairer gewesen, wenn er quasi von mir auch Videos gezeigt hätte. Weil so kann er ja nur sagen, ja, er hat keine Drogen verherrlicht und so. Das sagt er jetzt, aber viele finden, ich habe Drogen verherrlicht. Da muss man auch fair sein. Wenn die Leute beides angeschaut hätten, also hier Mr. Beard Bro, kontaktiere mich und dann gebe ich dir Videos von mir und dann kannst du sie beiden, also kannst du Leute Videos von mir und Videos von Katja zeigen. Das Risiko ist mir einfach zu hoch, ist mir einfach zu heiß, jetzt mit diesem Material auf die Straße zu gehen und dann vielleicht zu gestrikt oder weggelöscht zu werden. So. Deswegen, ich kann da absolut mit leben. Ich verstehe das auch, was viele schreiben und was er hier sagt und ich finde das auch cool, wie er damit umgeht. Vor allem dem Part, dass er gerade gesagt hat, er sieht auch ein, dass es Leute gibt, die es tatsächlich verherrlichend finden, auch wenn er es nicht verherrlichend findet oder beziehungsweise einen anderen Hintergrund hatte und was anderes angestrebt hat, aber es gibt trotzdem Leute und das gibt er ehrlich zu und das finde ich krass und finde das echt gut auch. Wo er sagt, es kann auch in den falschen Hals gekommen sein oder ist in den falschen Hals gekommen. Er findet mal einen YouTuber, der so real ist, jetzt mal ehrlich. Und das ist ein Kommentar, den finde ich richtig gut und den finde ich auch mega gut formuliert und da, vorausgesetzt man ist fähig, diesen Kommentar zu verstehen, gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern. Das Video hat null Relevanz in der Fragestellung. Generell ist Zensur immer schlecht, unabhängig von der Thematik. Außer rechtsextremen Populismus. Gutes Statement. Ich würde zwar jetzt vielleicht noch ergänzen, dass es für mich nicht nur rechtsextremer Populismus ist. Nur rechtsextremer Populismus ist mir jetzt ein bisschen zu dünn, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne ein Mädchen, 14, das Katja für ihr Selbstbewusstsein feiert und deswegen ab und zu ihre Videos schaut, ja. Ich muss sagen, ich feiere, also ich weiß nicht, feiern, aber ich respektiere auch ihr Selbstbewusstsein. Also ich finde das gut, also... Wenn man mal auch das Interview von Katja im Worldwide Wohnzimmer anschaut, da ist sie schon irgendwie ganz nett drauf. Auch im Hater-Interview ist sie schön selbstironisch. Also schaut mal von Worldwide Wohnzimmer das Hater-Interview. Mir kommt die da, um ehrlich zu sein, ziemlich sympathisch rüber. Und da muss ich ihm absolut recht geben und allgemein ist das jetzt noch der letzte Punkt, den ich unbedingt beleuchten möchte. Mir war sie dort tatsächlich auch sympathisch. Ne? Und allgemein wollte ich in dieser ganzen Aktion, weder jetzt noch in meinem eigentlichen Video, auf was hier reagiert wurde, irgendwie gegen Katja feuern oder irgendwie sagen, Katja ist eine schlechte Person oder mich sonst irgendwie abfällig über Katja zu äußern. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dann möchte ich mich natürlich an der Stelle erstmal entschuldigen, weil das war auf jeden Fall nicht meine Absicht. Denn ich wollte maximal sie ein bisschen kritischer beleuchten und ich finde das an manchen Stellen auch wirklich zu extrem und einfach zu billig. Aber auch das ist wieder eine Subjektivität. Meinung. Also vielen Dank nochmal an der Stelle Open Mind und alle, die jetzt von mir die Outtakes sehen wollen, beziehungsweise noch ein paar Szenen aus dieser Straßenreaktion, dann haut mir das als Kommentar unter dieses Video und dann kommt das spätestens morgen raus.